Die Habsburger Teil 5. Ich habe ja im letzten Video schon gesagt, dass sich dieses Video heute um Margarete von Tirol drehen wird, die allseits bekannt eigentlich als Margarete Maultasch ist, was, wie ich jetzt in diesem Video erklären werde, nicht historisch korrekt ist. Deswegen nur Margarete von Tirol. Außerdem werden wir uns in diesem Kontext ansehen, wie Tirol zum Habsburgerreich dazugekommen ist. Margarete von Tirol lebte im 14. Jahrhundert und sie war die Tochter von Adelheid von Braunschweig und Heinrich, Herzog von Kärnten und Graf von Tirol und Görz. Die beiden hatten jetzt allerdings keine Söhne und deswegen ist der Heinrich schon einmal im Heiligen Römischen Reich herumgefahren und hat so herumgefragt, ob ihn denn jemand darin unterstützen würde, wenn seine Töchter das Lehensrecht über Tirol bekommen würden. Das hat aber keine große Zustimmung gefunden. Ähnlich dann später im 18. Jahrhundert, als dasselbe Karl VI. Machen wird für seine Tochter Maria Theresia. Aber dazu werden wir hoffentlich in dieser Videoreihe irgendwann auch noch einmal kommen. Also gerne unterstützt mich bei dieser Videoreihe mit Likes und Teilen des Videos, damit ich das einfach weiter machen kann. Gut, aber zurück ins 14. Jahrhundert. Was passiert jetzt in Tirol? Naja, der Heinrich hat jemanden gefunden, der ihn schon unterstützt hat. Und das war tatsächlich der Kaiser Ludwig der Bayer. Erinnert ihr euch? Von dem haben wir schon im Teil 3 Video gehört. Und zwar war das derjenige, der mit dem Habsburger Friedrich dem Schönen ein Doppelkönigtum gegründet hatte. Und dieser unterstützt jetzt diese Lehensvergabe an die Tochter, ist dann aber gar nicht begeistert, dass Heinrich seine Tochter nicht mit einem Wittelsbacher, sondern mit einem Luxemburger verheiratet. Und zwar mit dem Sohn des späteren Kaisers Karl IV. In Prag. Und dieser, der Sohn, sage ich, der jüngere Bruder war es. Der jüngere Bruder von Karl und das war Johann. Johann von Böhmen. Und der kommt jetzt mit erst 5 Jahren an den Tiroler Hof, um jetzt eben schon mal die Tiroler Sitten kennenzulernen und auch seine junge Braut, die allerdings 4 Jahre älter war als er. Und naja, die konnten sich einfach nicht ausstehen. Das war keine gute Idee, die beiden zu verheiraten. Die Hochzeit fand allerdings statt, 1318 in Innsbruck. Da war die Margarete gerade mal 11 Jahre alt und der Johann knapp 8. Das konnte ja nicht gut gehen, das Ganze. Immerhin haben sie es 11 Jahre miteinander ausgehalten, beziehungsweise die Margarete mit ihm. Und was ist jetzt passiert? Also in der Zwischenzeit war schon der Vater Heinrich verstorben, 1335, und weil Margarete, weil auch ihre ältere Schwester gestorben war, jetzt die älteste aus dem Herrschergeschlecht der Tiroler war, wurde sie zur Regentin in Tirol. Allerdings hat sich ihr Mann Johann als Regent aufgespielt, was den Tiroler Adligen sauer aufgestoßen ist. Die waren generell nicht so begeistert von der ganzen Ehegeschichte mit den Luxemburgern, weil dadurch auch luxemburgische Günstlinge jetzt ins Land Tirol kamen und dort diverse Ämter übernommen haben. Und dementsprechend haben sie Margarete unterstützt, als sie beschlossen hat, diesen Johann loszuwerden. Und zwar passierte das jetzt im Jahr 1341, da war die Margarete gerade mal 23 Jahre alt, dass der Johann zurückkam des Nächtens von einer Jagd und er fand die Burg verschlossen und die Zugbrücke hochgeklappt. Und somit konnte er nicht mehr hinein. Er wurde aus dem Land vertrieben. Die Margarete hatte inzwischen aber schon einen anderen Heiratskandidaten gefunden, einen zweiten Ehemann, und das war jetzt der Sohn von Ludwig dem Bayern, also der Kaisersohn, Ludwig von Brandenburg genannt. Und naja, das hat der Kaiser dementsprechend gefördert, weil da hat er natürlich gemeint, ja, diese Verbindung ist gut, dann könnte Tirol wahrscheinlich mal an Bayern fallen, super, mach mal so. Er hatte den Tirolern auch den großen Freiheitsbrief zugesichert, also mehrere Privilegien. Dementsprechend waren da die Tiroler auch mehr auf den Seiten der Wittelsbacher als auf den Seiten der Luxemburger. Und so kam es jetzt eben zu dieser Verbindung. Der Kaiser war dementsprechend auch dafür, dass die erste Ehe einfach geschieden wird. Karl IV. In Böhmen wiederum nicht. Also der ist dann auch in Tirol eingefallen. Also Südtirol, das heutige Südtirol, war damals, also da war halt die Hauptstadt der Tiroler, also in Meran. Und jetzt fallen die da ein, also das böhmische Heer, und die zerstören die Städte Meran und Bozen. Aber Margarete kann dann doch gut verteidigen und so müssen die wieder abziehen.
Und naja, es kommt jetzt wirklich zu dieser Ehe. Sie heiratet Ludwig, den Wittelsbacher, aber da hat der Papst natürlich noch ein Wörtchen mitzureden. Der ist da nämlich gar nicht dafür und er verhängt den Kirchenbann über Margarete und Ludwig. Und nicht nur das, er straft auch das Tiroler Volk mit einem Interdikt. Und naja, das bedeutet, dass keine Messen mehr gefeiert werden dürfen und keine Sakramente mehr empfangen werden können. Und das war für die Bevölkerung sehr schlimm. Außerdem kommt jetzt dann auch noch dazu, dass das Land Tirol mit Seuchen zu kämpfen hat, Missernten, Heuschreckeneinfällen und naja, wem schieben sie das in die Schuhe? Der Margarete. Weil die meinen, ah, Gott straft uns jetzt dafür, dass sie da zwei Männer gleichzeitig hat sozusagen und dann gibt es schon Probleme im Land Tirol. So, Margarete hält aber fest, sie möchte mit diesem Ludwig verheiratet bleiben. Und jetzt kommt es ja in der Zwischenzeit dazu, dass auch Johann sich neu verliebt hat, umgesehen so im Land, und er möchte jetzt auch heiraten. Und das geht er jetzt wirklich nur, wenn er sich rechtmäßig scheiden lassen kann. Und dementsprechend bezeugt er jetzt das, was die Margarete schon die ganze Zeit als Argument angeführt hat für die Scheidung, und zwar, dass die Ehe nie vollzogen wurde. Ja, weil wenn die Ehe nicht vollzogen wurde, galt sie als nicht rechtmäßig. Und so kommt es jetzt dazu, dass er das auch bestätigt. Und das Argument Margaretes, dass er impotent sei, wandelt er ein bisschen um. Also er meint, naja, dadurch, dass sie ja immer so eine Geschwisterliebe zueinander hatten, weil die ja schon als Kinder zusammengelebt haben, war er nur impotent ihr gegenüber. Dann bestätigt er noch, dass er Ehebruch begangen hatte und jetzt wird die Ehe tatsächlich geschieden. Aber nur weltlich. 1349 ist das gewesen und jetzt dauert es noch 10 Jahre, bis der Papst auch seine Zustimmung gibt und da braucht es Vermittler und zwar von Habsburger Seite Albrecht II. Von dem haben wir auch in Teil 3 unserer Habsburger-Reihe schon gehört, Albrecht der Weise genannt. Und ja, hier wirklich sehr weise, denn er legt jetzt die Schienen für das, was passieren wird. Und zwar hilft er jetzt eben beim Vermitteln. Die Ehe wird geschieden, der Papst nimmt den Kirchenbann von Margarete und ihrer Familie und dafür möchte der Albrecht aber auch Zusicherungen haben. Und jetzt kommt es eben zu einer Ehe, klar, Margarete verheiratet ihren einzigen Sohn, Meinhard III., mit Margarete von Österreich. Kompliziert, die Namen alle sehr, sehr ähnlich. Margarete von Österreich war die Tochter von Albrecht II. Und jetzt haben wir da schon eine Verbindung zwischen Tirol und Habsburg. Und Margarete wird jetzt auch einem Geheimvertrag zustimmen. Geheim deswegen, weil die Wittelsbacher nicht begeistert davon gewesen wären, verständlicherweise. Und zwar schreibt sie in diesen Geheimvertrag hinein, dass sollte es keinen männlichen Tiroler Erben mehr geben, wird das Land Tirol an die Habsburger fallen. Tja, und wer hätte es gedacht? Ein paar Jahre dauert es nur und dieser Fall tritt ein. Denn Margaretes Ehemann, Ludwig von Brandenburg, stirbt mit nur 47 Jahren. Und der junge Meinhard III., der jetzt zu der Zeit in München weilte, also unter guter Obhut der Wittelsbacher, bekommt jetzt eben einen Brief aus Tirol von den Ständen, na, er möge doch endlich mal in sein Land zurückkommen und hier regieren. Und das macht er dann, also da wird immer wieder mal so berichtet, er wäre da festgehalten worden in München und dann flieht er da, also eine ganz wilde Geschichte. Und dann kommt er nach Tirol und siehe da, auf einmal ist er selber tot. Und das ist jetzt schon sehr, sehr verdächtig, denn wer steht jetzt zufällig schon an den Grenzen des Reiches? Rudolf IV., auch genannt der Stifter, um den sich ja das letzte Video gedreht hat. Ich werde euch übrigens diese ganzen Videos, auf die ich mich beziehe, unten verlinken. Ja, Rudolf war ja der Schwager von diesem Meinhard, denn auch Rudolf war ja ein Sohn von Albrecht II., dem Weisen. Seine Schwester Margarete war verheiratet mit Meinhard. Ja, und angeblich hat er gehört, dass eben sein Schwager von einer schweren Krankheit befallen war und deswegen hat er den langen Weg von Wien an die Grenzen seines Reiches bis nach Tirol auf sich genommen. Und als jetzt der Meinhard gestorben ist, ist er natürlich schnell zur trauernden Margarete von Tirol geeilt und hat sie getröstet und hat sie dazu gebracht, einen Vertrag zu unterzeichnen. Das sieht Tirol jetzt an die Habsburger vermachen wird. Tja, und dementsprechend passiert es auch. Die Bayern sind nicht begeistert, die Bayern fallen auch ins Land ein. Aber es kommt dann eben zum Frieden von Scherding, wo eben auch von bayerischer Seite bestätigt werden muss, dass Tirol jetzt zum Habsburgerreich gehört. Margarete verlässt dann das Land, sie geht nach Wien, wo dann angeblich ein Bezirk den Namen von ihr bekommen hat.
Margareten. Und sie wird dann in der Minoritenkirche im ersten Bezirk bestattet. Allerdings existiert das Grab heute leider nicht mehr. Und jetzt kommen wir zum Beinamen Maultasch. Tja, dieser Beiname taucht zum ersten Mal 1366 auf, und zwar in der Sächsischen Weltchronik. Und da wird sie eben so genannt, weil sie eben eine Maultasch gewesen sei, was einfach liederliches Weib bedeutet. Liederliches Weib, in Bezug vor allem auf die Männer, also dass sie da mehrere Männer gleichzeitig hatte und so weiter und so fort. Und dieses Wort Maultasch, also einfach für böses Weib, liederliches Weib, das wird jetzt immer wieder kopiert und sie wird dann in der Vergangenheit immer als diese Maultasch bezeichnet und dann später weiß man schon gar nicht mehr, warum man sie Maultasch genannt hat und deswegen hat man gedacht, naja, Maultasch, Maul, hässlicher Mund wahrscheinlich, also muss das eine hässliche Frau gewesen sein. Und jetzt kommt es dazu, dass auch Bilder plötzlich auftauchen, die sie echt als sehr missgestaltete, hässliche Frau zeigen, was definitiv nicht historisch korrekt sein dürfte, denn es gibt Zeitzeugenberichte, die sie als sehr schöne und betörende Frau beschreiben. Ja, also da haben wir es wohl wirklich damit zu tun, dass negative Gefühle auf bayerischer Seite da waren, verständlicherweise, und sie deswegen die Margarete schlecht dargestellt haben für die künftige weitere Geschichte. Also ich finde das immer so faszinierend, wie Dinge sich dann so verselbstständigen. Und deswegen bin ich einfach dafür, dass wir nicht mehr Margarete Maultasch sagen, weil das einfach nicht stimmt. Also dieser Beiname wurde ihr gegeben, um sie schlecht zu machen. Und das ist ja überhaupt interessant. Wenn Frauengestalten aus dem Dunkel der Geschichte hervortreten, ist das leider sehr, sehr häufig mit einem negativen Bezug oder irgendwelchen tragischen Schicksalen. Und deswegen bin ich dafür, dass wir jetzt einfach nur noch Margarete von Tirol sagen. Was sagt ihr dazu? Was haltet ihr von Margarete? Ich finde ja, dass das eine sehr beeindruckende Frau war, die da regiert hat in Tirol und ihren Willen durchgesetzt hat, gegen alle anderen Mächte, gegen den Papst sogar. Was haltet ihr von ihr? Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst und mir eure Meinung sagt. Und ansonsten, wie geht's weiter? Also nächste Woche, im nächsten Video werden wir uns dann wieder mit den Habsburgern beschäftigen und zwar mit der Geschichte, was passiert jetzt nach Rudolfs Tod, weil wir haben ja gehört, Rudolf IV., der stirbt sehr, sehr jung und seine Brüder übernehmen jetzt die Regentschaft und die teilen das Land auf und es kommt daraufhin zu vielen Konflikten. Ich hoffe, ihr seid schon gespannt auf dieses Video und ich hoffe, euch hat das hier auch gut gefallen. Alles Gute wünsche ich euch und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.